Zum Thema Stetigkeit einer Funktion in R. Viele Funktionsgraphen, wie dieser hier, können durchgehend gezeichnet werden. Sie bestehen aus einer einzigen Linie, wogegen andere Graphen können nicht durchgehend gezeichnet werden. Dieser hier besteht aus zwei Linien. Wir setzen den Stift hier an, zeichnen schon mal diese Halbgerade, aber am Punkt 1, 2 angekommen, müssen wir den Stift vom Blatt nehmen und dann später wieder ansetzen, um weiter zu zeichnen. Man sagt, diese Funktion sei unstetig bei 1, wogegen diese Funktion ist stetig bei 1. Hier kann sie durchgehend gezeichnet werden. Da gibt es eine Unterbrechung. Wie kann man denn jetzt Stetigkeit bzw. Unstetigkeit mathematisch ausdrücken und berechnen? Versuchen wir das bei diesem Beispiel. Hier haben wir eine Funktion, die ist stetig für alle x-Werte streng kleiner als 1, aber bei der Zahl 1 selbst, da müssen wir den Stift vom Blatt nehmen, um dann diesen Punkt zu zeichnen. Und jetzt müssen wir wieder den Stift vom Blatt nehmen, um hier weiter zeichnen zu können. Diese Funktion ist also nicht stetig bei 1. Sie wäre stetig, wäre dieser Punkt an seinem Platz. Wenn das Bild von 1, 2 wäre, dann wäre diese Funktion stetig. Das Bild von 1 ist aber nicht 2. Was ist denn diese 2? Diese 2 ist der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt. Und dieser Grenzwert ist nicht dasselbe wie f von 1. In diesem Beispiel können wir wieder die Unstetigkeit bei 1 durch den Grenzwert ausdrücken. Diese Funktion ist auch unstetig bei 1, wieder aus demselben Grund, weil der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt, nicht das Bild von 1 ist. Bei dieser Funktion ist das Bild von 1 2, wogegen der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt, den gibt es gar nicht, weil der Grenzwert links 2 ist und der Grenzwert rechts 3 ist. Wenn Grenzwert links und Grenzwert rechts verschieden sind, dann gibt es den gesamten Grenzwert nicht. Drittes Beispiel. Hier diese Funktion, die ist selbstverständlich stetig bei 1. Warum? Weil der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt, das ist das Bild von 1. So werden wir also die Stetigkeit einer Funktion an einer Zahl a definieren. Eine Funktion f ist stetig an einer Zahl a, dann und genau dann, wenn der Grenzwert von f von x, wenn x gegen diese Zahl a strebt, das Bild von dieser Zahl a ist. Man sagt, eine Funktion sei stetig in einem ganzen Intervall i, dann und genau dann, wenn f stetig an allen Zahlen von diesem Intervall ist. Und alle Zahlen, an denen die Funktion f stetig ist, bilden den Stetigkeitsbereich DOM-CF von dieser Funktion f. Jetzt schauen wir für unsere Bezugsfunktionen die Funktion x. Selbstverständlich ist die Funktion x stetig in der ganzen Menge R. Sie ist stetig an allen reellen Zahlen. Und somit ist der Stetigkeitsbereich die gesamte Menge R. Der Stetigkeitsbereich wird selbstverständlich wie der Definitionsbereich auf der x-Achse gezeichnet. Für x². Auch diese Funktion ist stetig in der ganzen Menge R. Der Stetigkeitsbereich ist also ebenfalls die ganze Menge R. Diese Funktion, die wir gerade als Beispiel hatten, diese Funktion ist stetig an allen reellen Zahlen, außer bei der Zahl 1.
da ist sie nicht stetig. Rechts von 1 ist sie dann wieder stetig. Das heißt, der Stetigkeitsbereich von dieser Funktion, das ist die ganze Menge R, aus der wir die 1 ausschließen müssen. Der Stetigkeitsbereich von 1 auf x ist selbstverständlich die ganze Menge R, außer die Zahl 0. Bei 0 ist diese Funktion gar nicht definiert. Dann kann sie da auch nicht stetig sein. Das heißt, hier ist der Stetigkeitsbereich die ganze Menge R ohne die Zahl 0. Bei 1 auf x² ist das genauso. Bei Betrag von x, da ist die Funktion wieder stetig in der ganzen Menge R. Der Stetigkeitsbereich ist also die ganze Menge R. So. Bei der Funktion Quadratwurzel von x, diese Funktion kann in R- gar nicht stetig sein, sie ist dann nicht definiert. Aber in R+ ist sie wohl definiert und dort ist sie auch stetig. Also der Stetigkeitsbereich dieser Funktion, das ist R+. Die Kubikwurzel aus x, auch hier können wir die Funktion immer durchgehend zeichnen. Das heißt, der Stetigkeitsbereich ist die ganze Menge R. Bei dieser Funktion, die wir eben schon als Beispiel hatten, diese Funktion ist hier überall stetig, da auch, außer bei 1 nicht. Also für alle x-Werte streng kleiner als 1 ist die Funktion stetig. Bei 1 entsteht eine Unstetigkeit und ab 1 ist sie dann wieder stetig. Das heißt, der Stetigkeitsbereich ist die ganze Menge R außer die Zahl 1. Jetzt kommt eine ganz spezielle Funktion, die im Informatikbereich eingesetzt wird. Das ist die Funktion Integer. Der Graph dieser Funktion besteht aus lauter solchen kleinen Stufen. Der Anfangspunkt einer Stufe gehört zum Graphen der Funktion, wogegen der Endpunkt nicht. Also hier, ab diesem Punkt, können wir die Funktion durchgehend zeichnen, aber beim Punkt mit Koordinate 2, 1, da müssen wir den Stift vom Blatt nehmen, um dann weiter zu zeichnen. Auch hier, um weiter zu zeichnen. Das heißt, diese Funktion, diese Treppenfunktion, die ist stetig bei allen reellen Zahlen, außer bei den ganzen Zahlen. Bei allen ganzen Zahlen entsteht eine Unstetigkeit. DOMCF ist also die ganze Menge R außer die Menge Z, Menge der ganzen Zahlen. Kommen wir zu den Leersätzen bezüglich Stetigkeit. Wenn F und G stetig sind in einem Intervall I, dann ist F plus G auch stetig in diesem Intervall I und F minus G ebenfalls. Das heißt, die Summe von zwei stetigen Funktionen ist eine stetige Funktion und die Differenz von zwei stetigen Funktionen ist auch eine stetige Funktion. Wir werden beweisen, wenn f stetig ist bei einer Zahl a und g auch stetig ist bei derselben Zahl a, dann muss f plus g ebenfalls stetig sein bei derselben Zahl a. Um zu beweisen, dass die Funktion f plus g stetig ist bei der Zahl a, benutzen wir die Definition und beweisen, dass Limes von f plus g von x, wenn x gegen a strebt, dasselbe ist wie f plus g von a. Wenn das der Fall ist, dann ist die Stetigkeit gesichert. Legen wir los. F plus g von x, das ist durch die Definition der Summe zweier Funktionen dasselbe wie f von x plus g von x. Der Grenzwert einer Summe entspricht aber der Summe der zwei einzelnen Grenzwerte. Dieser Grenzwert, das ist f von a, weil in der Hypothese steht, dass f stetig ist an der Zahl a. Und dieser Grenzwert, das ist g von a, weil g ja stetig ist an dieser Zahl a. Also finden wir, das ist f von a plus
das g von a und f von a plus g von a, das ist dasselbe wie f plus g von a durch die Definition der Summe zweier Funktionen. Lehrsatz 2 besagt, wenn f stetig ist in einem Intervall i und wenn c eine konstante reelle Zahl ist, dann ist die Funktion c mal f ebenfalls stetig in i. Man beweist das genauso wie hier anhand der Lehrsätze zu den Grenzwerten. Eigenschaft 3. Wenn f und g stetig sind in i, dann ist das Produkt ebenfalls stetig in i. Lehrsatz 4. Wenn f und g stetig sind im Intervall i und die Funktion g nicht 0 wird in diesem Intervall, dann ist f auf g ebenfalls stetig in i. Lehrsatz 5. Wenn f stetig ist in i und f eine positive Funktion ist in i, dann ist die Quadratwurzel von f ebenfalls stetig in i. Und letzter Lehrsatz, wenn f stetig ist in i, dann ist die Kubikwurzel aus f ebenfalls stetig in i. Eine direkte Konsequenz dieser Lehrsätze ist, dass jedes Polynom stetig in der ganzen Menge r ist. Das heißt, jedes Polynom wird grafisch dargestellt durch eine durchgehende Linie. Wieso? Ein Polynom besteht aus der Summe von Vielfache von Potenzen von x. Da x stetig ist, muss jede Potenz von x ebenfalls stetig sein. Jedes Vielfache einer Potenz von x muss ebenfalls stetig sein. Und die Summe oder die Differenz von solchen Vielfachen von Potenzen von x muss also stetig in der ganzen Menge r sein. Und ein Polynom ist nichts anderes als die Summe von Vielfachen von Potenzen von x. Eine zweite Konsequenz, schöne Überlegung von dem Wissenschaftler Bernardus Bolzano aus Tschechien. Er sagte, wenn wir diese Funktion zeichnen, finden wir solch einen Graphen. Seine Überlegung bestand darin, zu sagen, das Bild von minus 2 durch diese Funktion, das ist minus 5, also negativ. Das Bild von minus 1 durch diese Funktion, das ist 1, also positiv. Er sagte, da das Bild von minus 2 negativ ist und das Bild von minus 1 positiv ist und da das hier eine Polynomfunktion ist, die also stetig sein muss, sie geht also vom negativen Bereich stetig in den positiven Bereich hinein, dann muss sie irgendwo die x-Achse treffen. Das heißt, hier gibt es eine Nullstelle für diese Funktion. Das war die Schlussfolgerung von Bolzano. Er sagt, aus diesen drei Erkenntnissen gewinnen wir eine neue, und zwar zwischen minus 2 und minus 1 gibt es eine Zahl x, für die die Funktion 0 wird. Grafisch heißt das, da ist eine Nullstelle. Aber wie bestimmen wir diese Nullstelle? Diese Nullstelle ist Lösung von dieser Gleichung. Das ist aber eine Gleichung dritten Grades und es ist sehr schwierig, diese Gleichung zu lösen. Gut, dass wir unseren modernen Taschenrechner haben, der solche Gleichungen dritten Grades lösen kann. Er enthält sogar zwei Möglichkeiten, diese Gleichung zu lösen. Eine erste Möglichkeit ist folgende. Im Menü, Klick, fahren wir mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen und tippen jetzt die Enter-Taste. Das ist eine Polynomgleichung, also wählen wir die 2. Hier können wir den Grad des Polynoms wählen. Dieses Polynom ist dritten Grades, also wählen wir 3. Und dann erscheint hier oben im Display
das Quadrinom dritten Grades. Wir brauchen jetzt nur noch die Vorzahlen von x hoch 3, x hoch 2, x und den unabhängigen Term einzugeben. Die Vorzahl von x hoch 3 ist für unsere Gleichung 1. Wir tippen 1 und dann die Enter-Taste, diese Ist-Taste. 1 ist angegeben. Der Term in x² ist nicht da, das heißt die Vorzahl von x² ist die 0, Enter. Die Vorzahl von x, das ist minus 1, also minus 1, Enter. Und der unabhängige Term, das ist die 1, Enter. Jetzt entern wir nochmal und stellen fest, Casio hat sehr schnell die Lösung gefunden. Es ist minus 1,32. Aber wir sehen hier x1. Anscheinend findet Casio noch andere Lösungen. Laut der Grafik von eben gibt es aber keine andere. Also überprüfen wir mal, was Casio da noch findet. Wir entern. Er findet effektiv eine zweite Lösung. Das ist eine reelle Zahl plus, jetzt fahren wir mit dem Cursor mal nach rechts, dann erscheint da noch eine reelle Zahl und hinten dran ein i. Das heißt, diese reelle Zahl wird dann multipliziert mit einem i. Da sind wir im Bereich der komplexen Zahlen, denn effektiv im Raum der komplexen Zahlen hat jede Gleichung dritten Grades auch drei Lösungen. Das heißt, durch Enter finden wir sogar eine dritte Lösung, die aber genauso wie die zweite komplex ist. Da verlassen wir also den Raum der reellen Zahlen. Der Taschenrechner findet auch komplexe Lösungen. Wir sind jetzt wieder im normalen Rechnermenü und lösen die Gleichung auf eine zweite Art. Und zwar, wir schreiben zuerst mal die Gleichung. Es ist x, x können wir hier als Taste finden, x ist aber auch da versteckt, in Rot, dazu brauchen wir also die Alpha-Taste. Das können wir uns aussuchen, nehmen wir zum Beispiel hier x hoch 3. Mit dem Cursor fahren wir einmal nach rechts, um wieder aus dem Exponenten rauszukommen. Jetzt kommt minus x, also minus x, dann plus 1, ist aber jetzt Vorsicht, jetzt nicht diese Ist-Taste brauchen, das ist eigentlich die Enter-Taste vom Taschenrechner. Um das Ist der Gleichung zu schreiben, brauchen wir dieses Ist in Rot. Also mit der Alpha-Taste. Alpha ist und dann tippen wir die 0 ein. Er soll jetzt diese Gleichung lösen. Hier steht das Wort in Gelb, solve, solve für lösen. Also tippen wir Shift, solve und er fragt jetzt hier, wo soll ich denn anfangen? Wir wissen, dass die Lösung in der Nähe von minus 1 liegt. Also geben wir ihm ein, bei minus 1 sollst du anfangen. Wir entern das und er bestätigt jetzt, er sucht die Lösung in der Nähe von minus 1. Wenn wir jetzt nochmal Enter tippen, dann findet er effektiv die reelle Lösung von eben und er gibt eine Information. Er sagt, die Abweichung der wirklichen Lösung von dieser Zahl nach links sowie auch nach rechts ist 0. Das heißt, diese Lösung ist ganz präzise.